Du lebst ja die Sexualität unter anderem auch durch dein Projekt bedingt intensivst aus. Kann es sein, dass du nymphomanisch bist? Nymphomanisch bin ich nie gewesen. Dieser ganze Weg, Sexualität-Weg, für mich war auch wirklich sehr hart. Ich habe so 9 Jahre, ne, und fast so über 10 Jahre, naja, 10 Jahre, so, je nachdem, habe ich, das ist auch wirklich sehr, sehr hart trainiert, ne? Und das ist nicht so einfach ein Weg für mich, besonders für Asiaten, ne? Für unsere Kultur, diesen Weg zu gehen, das gehört schon einige Ehrgeiz und so weiter. Aber andererseits, wenn du müsste etwas erreichen oder wenn du müsste etwas die Erleuchtung zu schaffen, zu aufstiegen, das gehört schon, dass wir wirklich 100% Vertrauen und auch 100% auch dieser Ehrgeiz auch dazu. Das ist total fehlt bei jetzigen modernen Zeiten. Ne? Leute weder warm noch kalt, das ist so lau. Ne? Müsste etwas erreichen, aber selber müsste auch gar keine Mühe machen. Ne? Natürlich, das ist schaffen, schaffst du nie. Aber wenn ich so vergleiche von der Vergangenheit, ne, ich über Sexualität und bis jetzt, ist schon sehr, sehr groß unterschiedlich. Damals war ich auch wirklich, hatte diese Sex gehasst. Und dann, wenn ich Sex mache, ne, und ich bin eigentlich sehr verklemmt. Ich bin immer so Angst, traue nicht richtig, das ist auszuleben, ne, ein bisschen Sorge, vielleicht wie andere Leute über mich denken, ne, und auch sehr viel Panik, Angst, ne, von der Gesellschaft, moraler Werte und so weiter. Das alles in meinem Kopf. Aber wenn jetzt gerade durch die sexuelle Übung hat mich komplett geöffnet, ne? Und komplett diese Freiheit, habe ich diese Freiheit bekommen. Und wenn ich jetzt über Sex denke, das ist so wie normale Atmen, ne? Das ist so normal für mich überhaupt, ne? Das assistiert einfach so, ne? Und was du vorhin deine Frage ist, dass einfach Nymphomanisch. genau, Ja, ja. informanisch, das ist mit Gieren zu tun, Ja. Sexgier. Dass ich gerade durch diese Meditation oder diese Reinheit von Sexualität kannst du sowas überwinden, wenn du sowas in deine etwas auch in deiner Persönlichkeit drin ist. Ne? Leidenschaft soll das auch. Ne? Wir sollen vollkommen genießen. Aber diese Gieren, Begierde von Sexualität soll das langsam auch überwinden. Ne? Jetzt, wenn ich Sex mache, ich bin vollkommen da. Ne? Das ist Sex, das ist eine sowas gigantisch, eine Kraft. Ich bin vollkommen da. Und wenn ich jemanden anfasst oder mit jemandem Sex Vereinigung machst, und dann ich sehe, dass ich so oft andere Menschen voll überhaupt nicht da bei dieser sexuellen Handlung, sondern ganz halt Kopfdenken, ne, wollen genießen, aber trauen nicht richtig, selber mit eigenen, selber so beschimpfen auch dazu, warum selber schämen davon von selbst, ne, oder so danken vielleicht andere Leute, wie andere Leute über selbst danken, ist überhaupt nicht da. Ne? Das ist, was Leute durch die Sexualität überwinden kann. Ne? Durch meine Projekt, ich wollte Leute auch zu beibringen. Ne? Sex ist eine sehr reine Sache, gleichzeitig das ist auch vollkommene Kraft. Ne? Und dann, was auch die Liebe reinfließen kann. Das alles so die Sinne. Warum ich jetzt dieses Projekt mache und auch davon auch vollkommen ausleben kann. Ich müsste, dass ich auch diese Art zu vermitteln.